1992 verabschiedeten sich die britischen Streitkräfte musikalisch mit The Last Tattoo von ihrem treuen Berliner Publikum. Das Riesenspektakel war der Höhepunkt des beliebten British Berlin Tattoo und markierte eine Wende in der Berliner Militärmusikszene. Jetzt knüpft das neue Berlin Tattoo mit seiner Premiere vom 3. bis 5. November 2011 in der O2 World an diese Tradition an und präsentiert ein ganz eigenes Event, was bisher in kleinerem Rahmen unter dem Namen Berliner Militärmusikfestival durchgeführt wurde, wird in diesem Jahr zur internationalen Großveranstaltung und das in enger Kooperation mit dem Deutschen Bundeswehrverband und dem Zentrum Militärmusik in Bonn. Mehr erfahren wir jetzt von Eric Julliard, dem Veranstalter, und Detlef Gärtner, dem Koordinator hier in Berlin. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Danke. Woher kommt der Name Tattoo? Denn das Bildchen auf der Haut ist ja damit nicht gemeint. Wie Sie richtig vermuten, hat das Wort Tattoo nichts mit einer Körperverzierung zu tun jetzt bei uns, sondern es ist ein Ausdruck aus dem Altholländischen, aus dem 17. Jahrhundert, wo zum Beispiel ein Musiker, ein Soldat auf dem Turm, auf dem Hügel oben ein Signal geblasen hat. Und dieses Signal, das hieß, dass die Kneipen schließen müssen, eigentlich der Zapfenstreich, und die Truppen wieder zurückkehren, in die Kaserne zurückkehren müssen. Dieser Ausdruck hieß "Do den Tap to", das war ein Befehl, schließt die Zapfhahn. Und aus diesem Wort Tap to wird heute Tattoo, das hat sich so weiterentwickelt und ist eigentlich der Name für eine Veranstaltung, die Militärmusikformationen aus der ganzen Welt vereint, inklusive Tanz und folkloristische Ideen, also eine wunderbare Sache. Und das Ganze in der O2 Arena, das ist ja die größte Multifunktionshalle in Berlin. Also das heißt, die Zuschauer dürfen nicht nur akustisch, sondern auch optisch da ein wirkliches Spektakel erleben. Ja, Berlin verlangt danach, dass wir das große nationale Tattoo werden von Deutschland. Und das gehört dann logischerweise auch dazu, dass wir die beste Halle nehmen. Das ist die O2 World. Wir haben hier eine multifunktionale Halle gefunden, die unseren Bedürfnissen entspricht. Wir möchten auch eine große Kulisse aufbauen. Wir planen, das Brandenburger Tor in fast Originalgröße aufzubauen, wow, damit das Publikum wirklich den Eindruck bekommt, als würde das draußen stattfinden. Und auch das Tor wird eingebaut, also die Formationen werden durch das Tor in die Halle einmarschieren. Ich würde fast vorschlagen, bevor wir weiter theoretisch drüber reden, wir schauen uns das Ganze mal an. Bei solch einem großen Event ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber können Sie vielleicht für sich so ein, zwei Highlights rausgreifen, um den Zuschauern jetzt den Mund noch ein bisschen wässrig zu machen? Also schwierig, etwas rauszupicken. Sie sagen es richtig, mit 1000 Mitwirkenden aus 12 Nationen, 4 Kontinente, die vertreten sein werden, ist es schwierig. Aber die königlichen Formationen, die sind meine Lieblingsformationen. Die königliche Formation aus England, die Royal Marines, werden kommen, aber auch die königliche Garde aus Schweden ist mit dabei. Natürlich muss ich als Schweizer sagen, die Schweiz wird auch vertreten sein, das mittlerweile weltberühmte Top Secret Drum Corps, um hier nur die ausländischen Formationen ein bisschen zusammenzufassen, aber auch Deutschland logischerweise mit 2 Musikorchestern aus Deutschland oder auch das Wachbataillon, was eigentlich ja nur an protokollarischen Anlässen dabei ist, aber exklusiv bei uns, wird sicher auch ein großer Highlight sein. Bei Militärmusik, da denkt ja der ein oder andere so ein bisschen an vielleicht etwas verstaubte Traditionen, aber das Ganze ist ja wirklich neu aufbereitet und sehr modern geworden. Ja, das ist sehr modern geworden. Die Bands spielen natürlich neben den historischen Märschen, die auch immer wieder sehr gut ankommen bei den Berlinerinnen und Berlinern, auch sehr moderne Titel. Also es geht über Big Band Sound, es gibt Klassik dabei. Also das ganze Spektrum der Musik wird mit auch abgedenkt. Popmusik, ne? Auch Popmusik, ja, genau.
Es ist eine Riesenveranstaltung, ein Riesenspektakel, für jeden was dabei ist, eigentlich musikalisch. Nach 1992, ich habe das in der Anmoderation schon erwähnt, mit der Verabschiedung der britischen Streitkräfte gab es ja die Berlin Tattoo in dem Sinne nicht mehr wirklich, richtig, nur als im viel, viel kleineren Rahmen. Wie ist es denn jetzt zu diesem Neuaufleben gekommen? Genau, nach dem Verklingen der letzten Töne, des Last Tattoo, Sie haben es bereits erwähnt, hat sich der Deutsche Bundeswehrverband in Zusammenarbeit mit dem Militärmusikdienst der Bundeswehr überlegt, wir müssen hier eine Folgeveranstaltung etablieren in Berlin. So ist seit 1995 das Berliner Militärmusikfest jährlich dargeboten worden, das mit großem Erfolg auch hier angenommen wurde. Es hat dann in Mitte der 2000er Jahre einen Generationswechsel auch in der Organisation stattgefunden. Es gab auch keine so eine richtige Fortführung oder eine Stagnation, kann man fast sagen, bei den Zuschauerzahlen. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt innovativ sein. Wir müssen also was Neues machen. Wir versuchen, mehr Leute dafür zu interessieren. Und dann haben wir uns überlegt, im Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundeswehrverband, wie können wir das machen? Da haben wir nach einer Agentur gesucht, die Vergleichbares in der Schweiz veranstaltet, mit sehr, sehr großem Erfolg. Eigentlich eine der besten Agenturen, die wir finden konnten. Und da haben wir gesagt, das Beste ist eigentlich für Berlin nur gut genug. Sowas wollen wir in Berlin, das kann die Tradition fortführen. Und so haben wir Verbindung aufgenommen, haben unsere Ziele abgesteckt und wir hoffen und wir wissen eigentlich, dass wir den Berlinern und Berlinern, auch den Brandenburgern, eine super Veranstaltung bieten können. Das haben wir, glaube ich, eben schon gesehen. Leider ist unsere Redezeit schon vorbei. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass es bei uns Karten zu gewinnen gibt. 3x2 Freikarten, und zwar unter tvb.de. Und wer davon keine ergattern sollte, der kann natürlich sich erstmal im Internet informieren und ansonsten unter der eingeblendeten Telefonnummer seine eigenen Karten vorbestellen. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Besuch und viel, viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.